Damit nochmal herzlich willkommen zurück. Neue Folge. Ich habe jetzt die alte nicht mehr da weitergemacht. Neue Folge Fußballmanager 13 mit Liverpool. Nach dem Absturz in der letzten Folge, ja, war ja eh nicht mehr viel zu machen, außer die Taktik und so weiter. Hier waren wir stehen geblieben. Wir haben mit, guckt euch diesen riesen Abstand einfach an, was wir für eine krank geile, perverse Jugendarbeit haben. In England fast die doppelte Punktzahl international, 100 Punkte Vorsprung vor Dortmund, Real, Barca und so weiter und so fort. Ja, unsere B-Jugend, Ergebnisse. Momentan nur der zweite Platz, die A-Jugend steht auf einem souveränen ersten Platz, also auch da in der Jugend stimmen die Ergebnisse und jetzt gehen wir rein ins Spiel. Ich glaube, Coutinho wollte ich noch mitnehmen für Sterling. Machen wir jetzt einfach, auch wenn da immer ich so ein bisschen denke, Sterling, aber egal, Cole wird gedeckt. Und ja, dann gehen wir rein ins Spiel, Bestbesetzung. Und schon mal warm spielen für die nächsten Aufgaben. Das Ganze per Sofortberechnung. 3D-Spiel brauchen wir hier nicht. Remis schaffen wir mindestens gegen den Tabellen 18. Ich glaube, das könnten wir schaffen. Balotelli mit dem 1:0. So. Danach passierte nicht mehr viel. West Ham ist stärker, aber ja, wir müssen einfach nur wieder Bock haben. Rodriguez, Courtois mit Superleistung. So. Frische sieht auch super aus. Vierer kommt raus. Emre Can kommt raus. Barkley ist eh super drauf. Und De Bruyne darf auch nochmal ran. So. Oh, so. 1:0. Und ein Zogbia in der 90. mit dem 1:1. Tut uns natürlich nicht weh, weil wir schon lange Meister sind. Trotzdem bitter. Die anderen Ergebnisse, die uns interessieren. Chelsea gewinnt 3:0. Arsenal gewinnt 4:1. Manchester City gewinnt gegen Manchester United 4:3. Und Tottenham gewinnt 1:0. Danny Ings feiert nach vielen Monaten Verletzungspause sein Comeback. Und ja, wir haben immer noch 20 Punkte Vorsprung. Ich habe West Ham United so erwartet, sie haben ein sehr hohes Tempo angeschlagen, doch wir haben uns gut daran, ich mache das selten, doch Torwart muss ich heute rausheben, er hat sehr stark gehalten. Ja, in der Elf des Tages wird von uns auch keiner sein, ein Zogbia vom Gegner. Courtois hat es nicht mal geschafft, weil McGregor dabei ist. Ja, Liverpool vorzeitig Meister, das war schon seit mehreren Episoden klar, aber gut, jetzt ist es rechnerisch auch durch. Hier keine Erwähnung davon, dass wir Meister sind. So, haben wir als nächstes jetzt mal ein Heimspiel, damit wir vor 50.000 spielen können. Ne, wir spielen schon wieder in Hull City. Also in Hull. Mann. Obiang verlängert. Was ist das jetzt für ein Spieler? Ist der aus irgendeiner Jugend? Kann gar nicht sein. Nee. Podolski verlängert bei Arsenal. Nastasic bei Schalke. De La Faux bei Barca. Jugendspieler kommt auch nochmal zu uns. Und neuer Monat. Kun Agüero vor Welbeck und Rooney. Stürmer. Und jetzt geht's gegen Monaco. Champions League. Für mich definitiv für Fortberechnung. Erst gegen Hull. Dann ist das ja eine richtig krasse Woche. Hull. Monaco und dann nochmal Liga. Meine Fresse. Schulungszentrum ausbauen. Nachdem die Plakatwand hier vollständig ist. So, müssen wir hier irgendwas ändern fürs Hallspiel? Ich würde Jovetic gerne nochmal sehen, der ist gut drauf. Kevin Trapp ist gut drauf. Sterling nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Faxen Dicke. Und Martin muss auch nochmal ein bisschen spielen. So. Nächster Jugendspieler, den können wir direkt wieder entlassen.
Er erfüllt nicht die Mindestanforderungen. So geht das hier nicht, mein Freund. So, Stenzel, der muss natürlich noch deutlich stärker werden. Weiß auch nicht, warum der den hier nicht reintut. Kann der linkes Mittelfeld nicht. 56. Der ist stärker als Stenzel, aber der stellt den nicht auf. Versteh doch einer den Trainer. Das ist doch manchmal ein Vollhonk. Und der steht auf Platz 1. Also manchmal weiß ich es nicht. Naja. Beschäftigen wir uns nicht zu lange damit. Gehen direkt in das Spiel rein, würde ich sagen. Vorher noch kümmern wir uns um Le Fondre. Kennt ja jeder. Dann etwas rotieren und sagen, wir kommen weiter. Das sollte man ja wohl immer schaffen. Le Fondre macht die Führung. Subotic gleicht aus. Ist noch ein bisschen wenig, Jungs. Geht mal euer Bestes, nicht euer Schlechtestes. Jovetic und Can kommen gleich raus. Sturridge kommt rein, Barclay kommt rein und wer geht raus? Reus, ne? Rechtes Mittelfeld kommt Firmino nochmal rein. So, spannende Partie. Sturridge mit dem 2:1. Bitte wieder kein Last-Minute-Gegentor. Dankeschön. So, die anderen Ergebnisse. Manchester, Everton 1:1. Da kommt es auch zu einer zweiten Begegnung. Chelsea souverän weiter und auch City souverän weiter. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Die Partie lagen offen gehalten, aber unser Pech war, dass Liverpool auch sehr gut gespielt hat. Sie waren in den zwei wichtigen Szenen besser und haben deshalb gewonnen. Ja. Kann man mit zufrieden sein, sind weiter kein extra Spiel vonnöten. Das ist immer wichtig, weil wir ohnehin schon viele Spiele haben. Vereinsmuseum erwirtschaftet Gewinn. Wir haben den nächsten Jugendspieler entdeckt. Wenn ihr den übernehmen wollt, Kommentar schreiben. Also es geht hier Schlag auf Schlag mit den Jugendspielern. So, hier direkt mal die neuen Marktwerte anpassen. Und dann gehen wir weiter Richtung Monaco-Spiel, dem letzten in dieser Folge heute. Jetzt endlich mal ein Heimspiel vor den neu ausgebauten Stadion vor 50.000 Zuschauern. Mietz Kaserne ist auch wieder fertig geworden. Können wir die direkt nochmal erhöhen. Mehr Einnahmen, immer gut. So, 50.400 Zuschauer. So, Subotic richtig stark unterwegs. Courtois ist auch noch stärker. Griezmann kommt zurück. Balotelli kommt zurück. Firmino ist stark unterwegs. Den würde ich heute gern von Anfang an sehen. Thomas Reus mal nach links. Ross Barkley kommt rein für Can, der so ein bisschen durchhängt. Und ja, das waren alle Änderungen für das Spiel. Mal gucken, was Firmino zaubert, wenn er gerade so geil drauf ist. Hier war ich doch gerade schon. Wir kümmern uns um Lakina Traoré. Carrasco immer noch bei AS Monaco. So, Sofortberechnung passt. Wir verlieren das heute nicht, gerade vor dem neu ausgebauten Stadion zu Hause. Da mache ich mir keine Sorgen. Boss Barclay mit dem 1:0. Der Boss schlägt zu. Und das ist auch der Halbzeitstand. Wir wollen natürlich gewinnen. Wenn wir Barcelona rausgeworfen haben, sollten wir das möglichst auch mit Monaco tun. Fitness, Frische sieht noch gut aus. Koke kommt raus, De Bruyne kommt rein.
Und ansonsten nehmen wir die gelben Karten aus dem Spiel. Das ist mir immer ein bisschen suspekt. So, Stones sieht auch gelb. Sturridge verletzt sich, das ist natürlich schlecht. Dann können wir Reus vorne in den Sturm ziehen. Hat ja super geklappt. Und De Bruyne ins linke Mittelfeld. Oder auf die 6, damit der Spielmacher bleiben kann. So, und Barclay und Firmino tauschen gerade mal die Seiten, damit die Stärke ein bisschen besser gegeben ist. Ein Mann weniger jetzt und kriegen den Ausgleich und liegen zurück gegen Monaco. Das wird ein spannendes Rückspiel. Scheiße, habe ich mich verzockt. Die anderen Ergebnisse, Real gewinnt deutlich gegen Manchester City, Bayern gewinnt deutlich gegen Dortmund und Chelsea hält die englische Ehre wenigstens hoch und gewinnt knapp, aber gewinnt gegen Paris Saint-Germain, die allerdings scheinbar ohne Ibrahimovic gespielt haben. Und damit ist die Heimpremiere vor 50.000 Zuschauern gescheitert. Aber es ist schön, dass wir da immer noch Kapazitäten haben, weil geschätzte Zuschauer 50.000 und da würden auch noch mehr kommen. Das heißt, es ist absolut richtig, dass wir das Stadion ausbauen. Jetzt sind wir sogar schon bei 51.000 Zuschauern, wollen wir direkt natürlich nochmal erhöhen. Auf 52.000. Nicht viel immer Stück für Stück, aber es muss nach vorne gehen. So, der Jugendspieler. Wer den übernehmen will, wie gesagt, Kommentar schreiben, kann auch viele Positionen spielen, linker Verteidiger zum Beispiel, linker Mittelfeldspieler, Flügelspieler, Stürmer bringe ich dem jetzt nicht bei, wir lassen es erstmal bei den beiden Sachen. 67, 73, 71... So, Taki Tanjelu, bestimmt ein, okay, kein Japaner, sondern ein, was ist der Ton? 9 von 10, überragend. Ja, wir haben schon mehr als genug gute Jugendspieler, kann man sich nicht beschweren, Freunde. Machen jetzt trotzdem noch den einen Tag weiter. So, Sturridge verletzt. Nur Sturridge verletzt, ansonsten keiner. Deswegen nehmen wir mal Jovetic mit. Wir haben eigentlich im Best-Elf gespielt, ne? Besser geht die Elf eigentlich nicht. Bräune kann mal wieder rein von Anfang an. Jetzt schwächelt Koke so ein bisschen. Griezmann, Reus. So. Hier die Perücke nehmen wir natürlich noch mit auf. Da müssen wir auch bald ausbauen. So, den Spieler haben wir bekommen. Zack, und da ist nichts. Neue Marktwerte gab es erst. Dann führen wir noch mal ein paar Gespräche, sofern wir denn können, falls irgendeiner Interesse hat, mit uns zu reden. Für Mino können wir sagen, du trainierst sensationell. Griezmann hängt durch. Emre Can entwickelt sich leider auch nicht sonderlich weiter. Was mir jetzt nicht so gefällt, vielleicht haben wir da einfach zu viel Konkurrenz gehabt am Anfang. Und gut, jetzt an Pogba kommt er jetzt nicht unbedingt vorbei. Aber ich dachte, er nutzt wenigstens die Chance, wenn Pogba verletzt ist. Den wir übrigens fürs Ligafinale, glaube ich, nicht richtig fit bekommen. So, De Bruyne loben, Subotic trainiert immer noch sensationell.
Nadja Rodriguez, Pogba, Sturridge, De Bruyne, Subotic, Benatia. Ja, wir müssen uns eigentlich auch von einem Torwart trennen. Drei überragende sind einer zu viel. Courtois würde ich gern behalten. Karius bin ich, wie gesagt, großer Fan von. Und da Trapp eh ein bisschen älter ist und nicht so viel besser, würde ich sagen, trennen wir uns von Trapp, Benatia, Pedro. Und dann schauen wir mal. Eventuell noch ein Sechser, aber dann wüsste ich nicht wen, welch Wijnaldum eigentlich auch mag. Karius ist auch stärker geworden und hat damit auch Robustheit erledigt. Sehr nice. Also wirklich gute Werte bei Karius. So, Jugendmannschaft, guck mal gerade nochmal rein, hoffen, dass er nicht abstürzt. Stenzel auf einer 50, der entwickelt sich wirklich auch gut. Muss natürlich noch viel, viel mehr spielen. Aber bleibt ja noch ein Jahr B-Jugend. Taki Tanelu, was ist das hier? Für ein Land. Tonga. Kenne ich nicht das Land. Aber ich glaube, da wird er der beste Spieler sein, wa? Teuerste, beste Torschütze, Torjäger. Beste Mannschaft, beste aktive Feldspieler, Palai. Noch nie gehört diese Nation, aber gut. Sowas ist es halt auch, ne? Solche Spieler brauchst du auch. Der wird dann, glaube ich, gestandener Nationalspieler. Ja, das wäre dann unsere Aufstellung für das Aston Villa-Spiel im nächsten Spiel. Im nächsten Part. Benteke, um den kümmern wir uns. Aston Villa, keine so schlechte Mannschaft, sind wie gesagt auch oben dabei. Wenn euch dieser Part gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr gerne Kommentare da lassen, wenn ihr Jugendspiele übernehmen wollt. Wir kriegen immer fleißig Leute dazu, also guckt auch, dass ihr hier fleißig Leute übernehmt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn euch das Video sehr gefallen hat, dass ihr das auf Facebook oder Twitter teilt oder euren Freunden von meinem Kanal erzählt. Würde mich echt freuen, wenn ihr da so ein bisschen Werbung für mich macht. Wie gesagt, es kommt ja täglich hier ein eigentlich auf dem Fußballkanal eine Folge raus. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir da noch mehr Leute werden, Stück für Stück. Und ansonsten, wie gesagt, schaut in die Videobeschreibung, meine Homepage, heelfakt.de, mein Twitter-Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ich twitter da jetzt wirklich sehr oft, wenn was ansteht. Twitter @heelfakti und natürlich auch mein Games-Kanal, YouTube, heelfakti Games. Ansonsten, wie gesagt, Kommentare schreiben, Daumen nach oben, freut mich immer sehr. Bis zum nächsten Part. Ciao.